der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie in den Dummerk-Ateliers. Und hier möchte ich Sie mit einem der dienstältesten Künstler hier bekannt machen, Gerhard Berger, Professor seines Seins. Sie waren sogar mal Leiter der Akademie, gell? Wann waren Sie es gewesen? Ja, Anfang der 70er. Anfang der 70er, ja. Ja. Also kurz nach diesen studentischen Revolten, unter den Talaren ist der Muff von 1000 Jahren, oder? Richtig, ja. Ich habe meinen Talar nie angehabt. Echt? Nein. Ja, hat das sowas tatsächlich? Gibt es sowas? Ja. Ich meine, das gibt es bloß an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Nein, an Frauenleichnamsprozession musste man zumindest mit dem Talar. Mit dem Kapitel? Ja. Muss man den hatten einen sehr schönen. Ja. Ja, Leinen mit rotem Seidenfutter. Okay. Und haben wir den Sie selber kaufen müssen oder nein. Haben wir den zur Verfügung gestellt? Ja. Wahnsinn. Hängt wahrscheinlich heute noch am Speicher im Schrank drin. Bei Ihnen? Nee, in der Akademie. In der Akademie? Ja. Was da alles für Schätze lagern. Ich habe mich heute ja beim Professor eingefunden, weil ich von ihm gern wissen wollte, ob er schon mal irgendetwas Adäquates oder Vergleichbares erlebt hat in seiner Zeit an der Akademie, was mit Corona vergleichbar ist und was so massiv in das Leben eines schaffenden Menschen eingreift. Völlig wurscht, ob er jetzt Kunst macht oder den Beruf nachgeht. Ne? Ja, das waren natürlich schon im Wesentlichen die 60er und 70er Jahre, die vieles total umgekrempelt haben. Ne? Ein Verständnis von dem, was man aus der Tradition so mitgenommen hat. Und dann hatten wir natürlich auch noch Leute, die noch etwas braun eingefärbt waren. Ja, gab es schon noch. Ja. Ja. Ja, ja. Also gerade so eine Ausstellung über die Weiße Rose, eine Wanderausstellung, glaube ich, in München unterwegs. Und der Hausmeister von der LMU hat ja damals die Geschwister Scholb beim Flugblätterschmeißen beobachtet und hat es dann verraten. Gell? Ja. Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja so, dass Auge und Wahrnehmung doch immer relativ gleich bleibt. Völlig wurscht, ob man jetzt da was weiß ich, gegen eben den Muff unter den Talaren protestiert oder nicht. Oder es gibt da Unterschiede in der Wahrnehmung, die politisch bedingt sind? Eigentlich nicht. Nein. Also ich habe mir angewöhnt, also auf Tagesthemen überhaupt nicht einzugehen. Mein Beginn meiner künstlerischen Arbeit war eigentlich im Wesentlichen so in den frühen 60er Jahren mit der Auseinandersetzung mit dem Kubismus. Picasso war mein Übervater natürlich. Mhm. Und das ist bis heute kontinuierlich, hat sich das entwickelt, ohne Einflüsse von außen, ohne Einflüsse von irgendwas aus dem Kunstmarkt. Also weil man jetzt nicht darauf achten muss, dass man unbedingt davon leben muss und sich immer wieder einbringen muss in die aktuelle Szene. Und ich hatte ja die Möglichkeit, in der Akademie frei für mich zu arbeiten. Und wir wissen meine eigentlich dein Lehren und Arbeiten so im Verhältnis. Ich habe es jetzt natürlich festgestellt, nachdem ich weg bin von der Akademie, dass ich mich ausschließlich meiner eigenen Arbeit widmen kann. Und das ist natürlich fantastisch. Ja. Obwohl mir die Studenten und die jungen Leute schon fehlen, das ist klar. Die haben sie hier eigentlich. Aber die habe ich hier auch. Genauso. Ja. Nein, ich habe ja gerade gesehen, wie ich vorbeikommen bin, dass er hier so schön seine Bilder aufgestellt hat, wobei das jetzt gar keine Originale sind, sondern das sind Drucke, oder was? Nein, das sind noch Originale. Also das sind die Originale? Das sind die Originale und davon gibt es jetzt eine Mappe. Ich habe festgestellt, dass ich in meinen Arbeiten zu 90% Köpfe. Naja. Aber stopp, jetzt muss ich mal. Da hinten, das da? Dieses Corona-Bild. Hier. Das ist eins der ganz wenigen, das mich so unmittelbar beeinflusst hat von außen. Ja. Natürlich versinnbildlich. Achso, die Hand als Maske, oder? Die Hand als Maske und der Kopf. Diese bedrohliche als Virus. Und hier ist halt die Jugend, nicht, die tanzen will. Und
Und da die Dumpfköpfe, die, das ist eher so ein rechter, kantigen Kopf. Das ist eher so einer der Verschwörungstheoretiker. Okay. Und die Alten hängen so zwischen, grau zwischen. Es ist schon interessant, dass auch selbst bei so alten, abgeklärten Menschen wie bei einer Corona doch einen gewissen Einfluss aufs Leben nimmt, gell? Ja, natürlich, klar. Obwohl ich jetzt im letzten Jahr, also in der ganzen Corona-Zeit, bei mir wenig Veränderungen festgestellt habe. Ich bin sowieso ständig allein hier. Außer meinen Nachbarn, mit denen ich ein bisschen Kontakt habe. Und wenn jemand vom Fernsehen kommt? Und wenn jemand vom Fernsehen? Aber ich bin gestern auf negativ getestet ohne Maske. Worden. Ich bin gestern negativ getestet worden. Ja? Sonst hätte ich es mir nicht getraut. Ja. Also danke. Bitte. Wir schauen weiter, Damen und Herren. Also. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, jetzt sind wir ein Atelier weitergegangen und was ich hier Ihnen zeigen möchte, ist, dass auch Künstler manchmal begeistert von ihren eigenen Ideen sind, sodass sie praktisch von einem Motiv gleich zwei malen. Schauen Sie, also hier der eine Strauß, ein sehr weiblicher Strauß, wenn man das also, und dahinter der zweite Strauß. Sind keine Geschwister. Und man könnte dieses Bild auch nennen, jemand schöne Augen machen. Also schauen Sie, wie sie ihm schöne Augen macht. Und er, sagt man im Bayerischen, ist ganz der Do von diesem wunderbaren Blick. Trinkt aber kein Bier, sondern Wein. Es ist unglaublich. Das Bild ist von Yong Bo Zhao, dem Künstler aus dem Würmtal. Wie lange arbeiten Sie an sowas hier, Herr Zhao? Ja, das ist zwei Monate daran gearbeitet. Was mich jetzt fasziniert, ist, dass Sie während so einer Epidemie wie der Corona-Epidemie doch so freudige Farben finden und auch so Motive, wo man sagen kann, ja, Herrschaftszeiten, der Mann schaut nach vorne, der freut sich auf die nächste Weinlese. Ne? Ja, das stimmt auch. Normalerweise meine Bilder werden sehr düster. Ja, ja, ja. Ja, wie drogenlicher Teufel. Ja, ja. Oder so weiter. Und diese Jahre wegen der Corona, mein Gott, die Gesellschaft braucht ein bisschen fühlliche Farbe. Frühling, farbigen genau. Input. Ja, dann habe ich dieses Motiv. Das ist nicht zufällig. Eigentlich sind diese Motive vor zwei Jahren schon passiert, ein Auftrag. Aber die Corona-Zeit, ich habe auch ausgenutzt. Also zwei Jahre braucht man, wenn man Ihnen einen Auftrag gibt, bis das Bild dann so weit fertig ist, dass man es anschauen kann. Ja, das ist schrecklich. Ja, was kann man machen? Ja, man hat dann sehr viel Zeit, um sich darauf zu freuen. Also Vorfreude ist ja auch die schönste Freude. Ne? Wie heißt denn Vorfreude auf Chinesisch? Gibt es im Chinesischen ein Wort für Vorfreude? Ja, Gaoxing. 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 Gaoxing, Chinesisch Vorfreude. Und hier zum Beispiel was, das ist auch ein Frühjahrsmotiv, weil es beginnt doch dann die Krötenwanderzeit. Also da ist das, die Kröten wandern jetzt und suchen sich ihre Männchen und ihre Weibchen. Ja. Wobei, so eine Paarung habe ich noch nie gesehen. Das ist sehr, sehr selten. Das ist aber keine Auftragsarbeit, oder? Nein, ich korrigierte gerade. Einige Zeit lassen die Zeit, aber das ist wann war das? Vor vier Jahren gearbeitet. Gemalt. Ja, ja. Und das ist vier Jahre alt. Ja, und dann gestern habe ich wieder einmal gesehen, oh mein Gott, das ist so schlecht gemalt. Dann muss so schlecht, ich, genau. Muss es dann noch besser. Ja, und die letzten vier Jahre war eigentlich mein Auge ein bisschen geändert. Okay. Und jetzt die letzte Frage, die ist nicht die schwierigste. Ja. Denken Sie sich irgendwas dabei, wenn Sie sowas malen? Oder ist es dann eher so ein Rausch von Formen, von Gesten, von Haltungen, von Körpern, den Sie zur Leinwand bringen? Oder denken Sie was dabei? Ja, meine Bildwelt. Mein Gott, das träumen so viele bei mir. Und das ist irgendwann beginnt zu zeichnen. Ich habe so viele Zeichnungen, zuerst unklar.
so lange beginnt zu zeichnen, also dann, ja, dann langsam beginnt das jede Detail. Sagen Sie, sind die Skizzen. Also, da machen Sie dann Skizzen und aus diesen Skizzen genau. Machen Sie dann große Gemälde. Richtig. Zuerst, ich habe mehr gezeichnet, dann langsam immer klar, was ich wirklich will. Nicht nur wegen der Komposition, Farbe verteilen, Kosmetik an der Bühne, Bilder ab, sondern auch die Stimme langsam steigt. Die Stimmung? Genau, die Stimmung. Die Stimme ist das, was man... Ja, die Stimmung. Jetzt die letzte Frage, vielleicht die wichtigste. Ist für Sie sowas wie Corona ein Ansporn? Ist das etwas, was zu neuen Ideen führt oder bremst Sie das ein? Ja, Corona-Zeit, ich habe auch, muss ehrlich sagen, diese Jahre beginnt, ich habe einige ganz fühlige Farbe und gute Laune blinkende Bilder gemalt. Beispiel die zwei Bauhose und die oben, die mit der Beilisse, diese... Diesen Paradies. Affen da in Lederhosen. Genau. Die Dirnde. Der Marx hat eine kleine bayerische Staatsfahne in den Händen. Genau. Weil sie sind schon sehr stark beeinflusst, das muss man sagen. Ja, okay, das finde ich jetzt mal eine klare Aussage. Sehen Sie, Damen und Herren, man kann auch, wenn man will, dem Ganzen etwas Positives abgewinnen. Genau. Also, nur so mal so eine Idee, wenn Sie also mit Zeit und Lust finden, Domag-Ateliers, Künstlersonntag oder Tag der offenen Tür, kommen Sie einfach vorbei. Man kann ja wirklich Dinge entdecken. Was glaubst du? Schauen Sie hier. Sagst du mal, ist das hier? Das da? Es ist keine Libelle, sondern ein kleiner Penis, der fliegen kann. So unglaublich. Das Beilische. Zuerst, denke, wo ist Paradies? Wie sieht er aus? Ich denke, unsere Heimat, Bayer, ist ein Paradies. Da habe ich so fokussiert auf Bayer, der Lederhose mit Dirnde oder Farbewiesen, besonders auf den Kopf. Ich habe zuerst den neuen Schwanstein gemalt. Die Nasen ist genau. Und dann habe ich ihn noch weggemalt. Ja, verstehe. Ja. Es ist alles immer im Fluss. Ja. Panteray. Bedanke mich für die Ausführungen. Ich wünsche weiterhin frohes Schaffen, Damen und Herren. Und Ihnen einen schönen Abend. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.